Jo, ich komm gleich rüber, ne? Oh, wie lange seid ihr weg? Zum Häfen. Ach so. Ich wollte jetzt einen Rahmschnitzer. Aber schade. Ding 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 ding. Hallo YouTube. Ja, heute mal eine ganz andere Perspektive. Und zwar, es geht um Folgendes. Der Charles Wright hat in einem der letzten Videos, wollte er von seiner Oma einen Rahmschnitzel haben. Und da habe ich mir gedacht, kein Problem, Digga. Ich mache dir einen Rahmschnitzel. Also als erstes muss man sich erstmal vergewissern, dass das Ding auch wirklich tot ist, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist tot. Da haben wir wieder Glück gehabt. Was Todes gekauft. Jo, das sieht gut aus. Anfangen tun wir aber mit den Pilzen. Und als erstes machen wir den Herd an. So. Dann schnippeln wir mal die Pilze ein bisschen klein hier. Müsst ihr natürlich immer schön auf eure Finger aufpassen. Weil Finger im Essen ist nicht so lecker. So, dann haben wir das schon mal eben ein bisschen klein geschnitten hier. Voll ungewohnt hier mit einem Helm zu kochen, ey. Zack. Ein bisschen Öl rein. Wir fangen schon mal mit dem Schnitzel an. Dafür packen wir die Dinger jetzt einfach mal hier rein. Hoppla. Da der Schnitzel so, und das muss man erstmal noch so ein bisschen klopfen. Am besten stellt man sich ein Gesicht vor von jemandem, den man nicht leiden kann. Funktioniert das super. So, das müssen wir jetzt einfach noch von beiden Seiten ein bisschen würzen. Mit ein bisschen Pfeffer. Und Salz. Von der anderen Seite das auch, das gleiche. So, die Pfanne machen wir auch an. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl. Zack. Da kommen die Dinger dann rein. Oha. Ja, ich glaube, Charles, du solltest das nicht bei Mutti in der Küche machen.
Wenn du das so machst wie ich, die bringt dich um. So, schön die Dinger meliert. Müsst ihr dann abklopfen hier, ne? Die Pfanne, die braucht noch ein bisschen, aber der Topf ist heiß. Oh, so schön. Brutzeln wir die da drin jetzt ein bisschen an hier. Würzen. Meine Güte, ey. Heute fällt auch alles daneben. So, dann wollen wir eben kurz probieren. Ja, das ist lecker. So, dann wollen wir mal ein bisschen Öl in unsere Pfanne tun. Ich habe da schon mal einen Teller rausgeholt. Pilze lassen jetzt noch ein bisschen Wasser. Muss man dann so ein bisschen wegkochen hier, und wenn das so halbwegs weg ist, dann haut man da die Sahne schön Löffel Creme Fraiche rein. So, die Pfanne ist auch heiß. Das ist mir ganz wichtig bei Fleisch. Weil sonst wird das furztrocken. Wenn man das nämlich schön in die heiße Pfanne packt, dann verschließen sich gleich die Poren vom Fleisch. Und ja, dann bleibt der Fleischsaft halt im Fleisch. Die Champignons sind auch schon schön dick. Da schmeißen wir jetzt noch eine Ladung Petersilie rein. Oh, komm raus, du Sau! Oh, die Pilze sind auch fertig dann. Und dann sehen wir uns wieder beim Anrichten. Ich brate jetzt noch die Schnitzel zu Ende. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich würde jetzt mal sagen, die Schnitze sind jetzt bald soweit. Wir drehen die jetzt noch einmal um. So, ich mache nochmal den Teller warm. Ist auch so ein kleiner Tipp von mir. Schmeiß kein warmes Essen auf einen kalten Teller. Das ist richtig scheiße. Das ist dann ruckzuck kalt. Das macht man nicht. Kann den hier einfach so ein bisschen auf den Topf oben raufstellen, dann wird er langsam warm. So, auf geht's, anrichten. Auf keinen Fall vergessen, den Herd auszumachen. Weil sonst filmen wir irgendwie von draußen, wie die Wohnung brennt. Na toll. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Eigentlich wollte ich das schick machen. So.
Ja, schick ist aber was anderes. So, Schatz. Du hast jetzt ungefähr 3 Minuten, dir das abzuholen. Ansonsten esse ich das selber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, blauer Daumen und so und Abo und sowas alles, ne? Den Link zum Video von Charles werde ich hier unter das Video irgendwie so machen. Vielleicht schneide ich da auch irgendwas rein, ja, mal gucken. Oh, dann würde ich mal sagen, ne? Haut rein und grüßt die Enten.